Spektakuläre Szenen heute Vormittag in Bruck. Mit Hilfe eines Hubschraubers versucht man, das stark beschädigte Kreuz der Stadtpfarrkirche zu sichern und abzumontieren. Der Sturm am gestrigen Nachmittag hat auch vor dem Heiligsten nicht Halt gemacht. Die Schäden in unserer Region sind beachtlich. Die Feuerwehren waren fast die ganze Nacht im Einsatz. Bis 3 Uhr in der Früh sind insgesamt im Stadtgebiet 7 Feuerwehren im Einsatz gestanden mit rund 90 Mann und 20 Fahrzeugen. Wir werden heute beginnen, die weiteren Schadstellen abzuarbeiten mit dem städtischen Bauhof, mit Mitarbeitern von Dachdeckerfirmen, Spezialfirmen. Wir brauchen Kräne in Teilen von Stadtgebieten, weil riesengroße Blechteile sich von Dächern gelöst haben. Der Großteil, der schwierigste Teil, so wie die Mittelschule, wurde gestern bis 3 Uhr in der Früh noch abgearbeitet. Ebenso eine Wohnhaussiedlung in der Hochfeldgasse wurde abgedeckt. Nur heute gilt es, noch weitere Dächer wirklich mit neuen Ziegeln zu bestücken. Und das wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Auch in Kapfenberg ist das Ausmaß der Schäden enorm. Auch hier dauern die Aufräumarbeiten noch an. In Kapfenberg selbst, bei uns im Einsatzbereich, sind rund 60 Einsätze aufgelaufen. War natürlich viel an Dächern abgedeckt, wo teilweise halt ein paar Ziegel fallen, wo man natürlich als Nicht-Dachdecker nicht helfen kann. Und ist natürlich mit Bäumen über die Straße, auf die Autos drauf und dergleichen und mit einem glosenden Waldbrand oder beginnenden Waldbrand durch die Bank halt an Einsätze gewinnen. Die meisten Schäden hat der Sturm bei den Dächern verursacht. Deshalb ein dringlicher Aufruf des Brucker Bürgermeisters. Es fehlen Dachdecker in der ganzen Region. Wir brauchen Dachdecker in der ganzen Steiermark. Setzt euch mit eurer Feuerwehr in Verbindung. Es sind etliche Häuser abgedeckt. Kleine Schäden können größere werden. Jetzt können wir noch schnell was tun. Bitte schön, alle Dachdecker, die da sind, setzt euch mit eurer Feuerwehr oder bei eurer Gemeinde in Verbindung und helft uns.